Also das ist jetzt sozusagen ein kurzer Demo von Salesforce One. Also wie Sie sehen, ist es hier eine App wie halt viele andere auf dem iPhone. Wird einfach mal runtergeladen, also wie für iPhones, wie auch für Android. Und das Erste, was man sieht, ist hier auf der linken Seite ein Menü sozusagen. Und das sind halt die kritischen Sachen, die ein Vertriebsmitarbeiter braucht halt jeden Tag. Also erstens gibt es halt die Feed, das ist halt ein klassischer Sozial-Feed, also so ähnlich wie Facebook oder so, dass man halt alle Informationen von allen Mitarbeitern bekommt auf einem Schlag. Dann hat man die Termine für heute, Dashboards und dann alle wichtigen Objekte, die man in CRM braucht, also Accounts, Cases, Contacts und so weiter und so fort. Und dann auch die Gelegenheit Third-Party-Apps, also halt Partneranwendungen. Da zeige ich mal später ein Beispiel davon. Das Erste, was ich anschaue, ist Feed. Das ist hier sozusagen ein Beispiel von Informationen, die von meinen Kollegen kommen. Also das Erste ist zum Beispiel eine Frage vom Kollegen, der wurde über Nacht geschickt. Ich kann ja draufklicken, um zu schauen, worum es geht. Aber die Idee ist, der Vorteil von dieser Kollaboration ist, statt E-Mail zu schicken, ein anderer Kollege hat die Frage schon beantwortet, weil er das eben gesehen hat und ist zurückgeschrieben und hat die Antwort gegeben. Und die Idee ist einfach, die Informationen werden zum Beispiel hier vom CEO, das ist ein Dashboard, dass der Pipeline zu wenig ist, das muss mir halt ein bisschen anstrengen. Das hier, da habe ich von meinem Chef bekommen, dass ich jetzt einen Vertrag unterschrieben habe und auch, also ein Auszeichen. Und dann auch ein neuer Video ist vom Marketing herausgestellt. Und hier auch, das ist jetzt eine Bestätigung, ein Angebot, die ich jetzt direkt an dem Kunden geschickt habe, weil die auch zusammen in diesem Feed. Also das ist ein Kollaborationsmittel, das heißt Chatter.